Das Mittelgewicht ist hierzulande so stark besetzt wie lange nicht mehr. Es scheint möglich, dass in absehbarer Zeit wieder ein deutscher Weltmeister im Limit hervorgeht. Wir stellen euch heute ein paar Kandidaten vor und sagen euch, wer die besten Chancen hat. Also, let's go! Traditionell gesehen ist das Mittelgewicht immer einer der stärksten Gewichtsklassen in der Geschichte des Boxsports gewesen und vor allem beim amerikanischen Publikum hoch beliebt. In den letzten Jahren dominierten Namen wie Miguel Cotto oder Saul Alvarez das Limit. Ein Name prägte das Limit aber am längsten und dominantesten. Die Rede ist von Gennady Golovkin. Aber die Karriere von Triple G endet in absehbarer Zeit. Dabei stehen in Deutschland einige hochkarätige Profis bereit, um langfristig um die WM-Krone im Mittelgewicht zu kämpfen. Wir zeigen euch also heute, wer in den nächsten Jahren die besten Chancen im Limit bis 72,5 Kilogramm hat. Vincent Feigenbutz. Mit 26 Jahren steht Iron Jr. noch in seiner absoluten Prime. Trotz dreier Niederlagen im Kampfrekord konnte der Wassermann-Boxer zuletzt mit starken Siegen überzeugen. Auch technisch zeigte sich Feigenbutz im Vergleich zu früheren Kämpfen deutlich verbessert. Hinter einem starken Jab und solider Deckung hat der Normalausleger besonders sein Distanzgefühl merklich verfeinert. Ob es aber für die Weltspitze reicht, das bleibt abzuwarten. Die Chancen hierfür stehen aber wesentlich besser als vor 2 oder 3 Jahren. Dennis Radovan. Der Kölsche Jung gilt als der vielleicht beste Techniker und talentierteste Mittelgewichtler im deutschen Raum. Mit starker Beinarbeit und perfekter Schlagführung gehört er zu den Top-Prospects für die Chance auf einen WM-Shot. Lediglich an der Schlaghärte muss der 29-jährige Normalausleger noch arbeiten. Ansonsten ist der Wassermann-Boxer ein ganz wichtiger Kandidat für die Nach-Golovkin-Ära. Patrick Wojcicki. Ebenfalls ein ganz heißes Eisen für eine WM ist der Wurzburger Patrick Wojcicki. Starke Siege über Ronny Mittag, Sven Elbier und zuletzt Alexander Pavlov zieren die Kampfbilanz des 30-Jährigen. Sollte Golovkin im Herbst das Rubbermatch gegen Canelo bestreiten, könnte Golovkins IBF-Titel vakant werden. Dann könnte es zu einem deutsch-deutschen Kracher zwischen Wojcicki und dem dahinter gerankten Radovan kommen, in welchem beide um den rot-goldenen Gürtel gegeneinander antreten. Simon Zachenhuber. Der 24-jährige Sunnyboy, welcher bei Fächer Sportmanagement unter Vertrag steht, geht für sein Alter teilweise schon verdammt abgebrüht zu Werke. Trotz seines vielversprochenen Talents braucht der Matador noch einige Fights und ein paar Jahre mehr an Erfahrung, um zu sehen, ob es langfristig auch für die Weltspitze reicht. Zu den Stärken des ehemaligen IBF-Juniorenweltmeisters zählt, dass er exzellente Kopfhaken schlägt. Genau wie sein großes Idol, Golovkin. Aber was meint ihr? Welcher unser Mittelgewichtsfighter hat zukünftig das Zeug zum Mittelgewichtschamp? Ab in die Kommentare mit eurer Meinung und haut rein!